ist eigentlich ganz dumm. Sie hat nie irgendwas. Ich kenne sie echt schon lange. Ist sie schon mal irgendwie zusammengebrochen? Hat sie schon mal ein Kreislaufproblem gehabt? Nein, oder? Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Was hat sie denn nur? Das passiert doch nicht, wenn man so kurz erst in der Sauna ist. Also, ich gehe wirklich öfter in die Sauna. Und das ist, eigentlich ist das gar nicht ihr Ding. Ich weiß auch gar nicht, warum sie da gewesen ist. Okay, sie geht normalerweise nicht. Sie überhaupt nicht. Ich kriege sie nicht mal ins Schwimmbad. Und dann, jetzt ist unser 10-jähriges Klassentreffen. Sie hat alles organisiert, monatelang. Mhm. Und dass sie jetzt auch noch in der Sauna war, kurz vorher, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Also, okay. Da die Patientin wohl normalerweise nicht eine Saunagängerin war, sondern das eigentlich nie gemacht hat oder zum ersten Mal zu dem Zeitpunkt, war natürlich so ein bisschen der Verdacht nahe, dass die Kreislaufproblematik so ein bisschen damit zusammenhängt. Die Herzrhythmusstörungen waren dadurch allerdings trotzdem nicht gänzlich zu erklären. Oh, schau mal, hier ist ein riesen Hämatom am Unterarm. Okay, Vorsicht. Können Sie den Arm bewegen? Dann mach lieber. Okay. Dann lassen wir den einmal liegen, genau. Wir machen es an die andere Seite. Hier ist auch ein riesen Hämatom an der Hüfte. Da ist sie wahrscheinlich draufgefallen. Frau Fink, immer schön die Augen also auf. Das am Arm hatte sie gestern noch nicht. Ich habe sie gestern gesehen. Das muss bestimmt. Ja, das von dem ist mit Sturz Sicherheit von dem Sturz. Sie ist ja auch auf die linke Seite gefallen. Okay, ich gucke mir das nicht noch mal von erschrecken, oben nach unten ich an. Messe es gerade den Blutdruck. Ja. Frau Fink, versuchen Sie schon die Augen auf. Können Sie sagen, wo Sie hier sind? Im Krankenhaus. Sind Sie auf den Kopf gefallen? Auf die Seite. Nur auf die Seite, auf den Kopf nicht? Leicht, vielleicht. Okay. Also haben Sie irgendwo Schmerzen am Kopf? Oh, mein Armschutz. Der Arm, ja, das habe ich schon gesehen. Ne? Das ist ziemlich blau und auch ziemlich geschwollen. Ich fürchte fast, dass da was gebrochen ist. Am Kopf kann ich jetzt nichts fühlen, keine Beule. Ich sehe auch nichts. Die Pupillen haben auch gut reagiert. Mhm. Also was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass sie halt wirklich so ein bisschen somnolent ist. Ne? Jetzt initial auch war also ein bisschen schläfrig. Jetzt ist sie ja zumindest so ein bisschen ansprechbar. Ja. Das macht mich schon ein bisschen ruhiger. Okay. Die Sättigung ist 99%. Okay, gut, perfekt. No. Die verletzte Alexandra war allein in die Sauna gegangen und hatte ihre Freundin gebeten, sie dort zum Klassentreffen abzuholen. Doch dann kam es zum Zusammenbruch, den die 28-Jährige durch unbedachtes Handeln selbst ausgelöst hat. Merken Sie da auch alles gleich? Okay. Also, ja, warte, ich mach mich mal hier weg. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie heute in der Sauna war. Das ist. Ich verstehe das wirklich nicht. Sie hat sich so auf dieses Klassentreffen gefreut und alles so extrem vorbereitet. Und jetzt, kurz bevor wir los wollen, geht sie noch in die Sauna. Das passt einfach nicht zu ihr. Dass Frau Fink so kurz vor ihrem Klassentreffen, was sie voller Leidenschaft und Hingabe geplant hat, noch in die Sauna gegangen ist, hat für uns irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Welche Bedeutung dieses Klassentreffen dann am Ende wirklich für sie hatte, das hat sich dann erst im Nachhinein für uns aufgeklärt. Ist da alles okay mit ihr? Okay, perfekt. Ja, freie Flüssigkeit sehen wir nicht. Was ich gerne machen möchte, ist auf jeden Fall einmal den Arm röntgen. Mhm. Und ich weiß nicht, naja, das ist halt schon wirklich die Seite, ne? Die Hüfte ist in Ordnung. Da haben Sie keine Schmerzen hier, ja? Es ist wirklich nur die Seite. Okay, dann reicht mir der Arm. Ja. Also den Arm würde ich gerne einmal röntgen und ich würde sie auf jeden Fall gerne einmal stationär aufnehmen, weil was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Herzrhythmusstörungen und die Tatsache, dass sie da zusammengebrochen ist. Herzrhythmusstörungen treten in ganz vielen verschiedenen Facetten auf. Nicht alle Herzrhythmusstörungen sind gleich und auch nicht alle Herzrhythmusstörungen sind gleich gefährlich. Grundsätzlich gilt aber, dass man, wenn eine Herzrhythmusstörung vorliegt, die nicht vorbekannt ist, man dann unbedingt auf Ursachenforschung gehen sollte. Denn so manche Ursache kann auch mal lebensbedrohlich werden und sollte unbedingt dann behandelt werden. Freundin Caroline fährt schnell zum Klassentreffen, um Alexandras Abwesenheit dort zu erklären. Ärztin Tabea Rode nimmt sich derweil einer verletzten und durchnässten Patientin an, die eigentlich nur einen Spaziergang mit ihrem Mann unternehmen wollte. So. Setzen Sie sich erstmal hin und dann erzählen Sie erstmal, was überhaupt passiert ist, bitte. Also erstmal, Rode ist mein Name, ich bin die Ärztin hier. Hallo. Vorsicht, sonst muss ich auch gleich hoch. Ich wollte nur am Teich die Ente füttern. Ja. Ja, dann bin ich umgekriegt, dann lag ich in dem Dress drin. Okay. Ich habe mir das später von oben angeschaut, weil ich wollte nicht weg, dass du mich auch noch in den Teich drin schmilzt, ne? Ja, weißt du, winzt die du führen, ne? Ich habe dir gesagt, mal langsam, Jan, nicht so vorher hin. Ach, mir, ich habe wieder Schwindel hier. Sind Sie von alleine wieder rausgekommen? Ach, wieder Schwindel? Rausgezogen? Ja, er hat mich raus, ja.
Haben Sie, ist Ihnen öfter mal schwindelig? Ja, tje, ich hab, das Wetter ist halt ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen wetterfühlig, weißt du, wenn es rennt und es schneit und es Sonnenschild schinkt, dann ist die... Ja, Mr. Doktor. Ja, jetzt immer Kopping. Ja, Kopping habe ich dann so ein bisschen und dann wird man ein bisschen schwindelig. Ja. Okay, also, jetzt mal einmal ganz in Ruhe. Sie haben öfter Kopfschmerzen? Ja. Und auch der Schwindel öfter? Ja. Ja? Und jetzt sind Sie... Deswegen wahrscheinlich haben Sie so ein bisschen die Orientierung verloren, sind umgeknickt und in den Teich gefallen. Das Haut so nah am Wasser. Ja, okay. Dann würde ich mir gerne einmal den Knöchel anschauen. Für die ständigen Kopfschmerzen und Schwindelattacken, die zum Sturz der Hausfrau geführt haben, wird das Klinikteam bald eine verblüffende Erklärung finden. Doch zunächst beendet die Ärztin die Bewegungstests am Knöchel und legt die weitere Behandlung fest. Ich würde da eine Schiene dran machen, dass der ein bisschen ruhig gestellt ist. Ich würde das ordentlich kühlen. Ich glaube nämlich, dass das nur so eine Zerrung ist und mehr nicht. Und dass das eine Stunde schön kalte Akkus da hin und dann ist das gut. Genau, dann kühlen wir das ein bisschen. Bei so kleineren Verletzungen von Gelenken, wie eben zum Beispiel so einer Prellung, geht es eben vor allem darum, dann einmal eine Pause einzulegen, das Gelenk zu schonen, eben nicht mehr weiter zu belasten. Dann muss man natürlich kühlen mit Eis oder Kühlpacks, das Ganze auch irgendwie komprimieren und eben hochlagern. Und das ist die sogenannte Pech-Regel. Das steht für Pause, Eis, Kompression, hochlagern. Und kommt eben bei so kleineren Verletzungen zur Anwendung. Was ist denn mit Ihrer Brille los? Ist sie kaputt gegangen auch dabei? Oder? Nee, die ist nur ein bisschen weg. Die ist von mir, Mann. Weil meine ist kaputt. Wissen Sie, was die Gleiser kostet? Die sind zu teuer, wir haben getauscht. Wir haben nicht getauscht, du hast mir die geschenkt. Wir haben kaputt. Ich habe neue gekauft. Wenn wir zwei Brille gekauft hätten, wäre zu teuer. Ja, und? Da wäre er vielleicht ja, ne? Also ehrlich. Die passt. Aber also. Erstmal wissen Sie schon, dass man die Brille einstellen lassen kann beim Optiker. Und zweitens, Sie wissen auch schon, dass man eine Brille nehmen muss, die auch zu der Dioptrienanzahl passt. Ne? Also Sie können nicht einfach jede erdenkliche Brille. Das muss ja nicht passen. Wir haben die gleiche. Ja, nee, fast. Ja, fast. Ja, was heißt denn fast? Ja, kann alles erkennen, kann alles sehen, ich kann alles sehen, passt. Man kennt das natürlich, auch als Kind, ich habe das auch ganz oft gemacht, mal Mamas oder Papas Brille aufgezogen und mal geguckt, wie sieht denn die Welt dadurch aus. Das kann man natürlich mal machen, das kann man vielleicht auch mal für ein, zwei Minuten machen, aber das sollte man auf gar keinen Fall für einen längeren Zeitraum tun, schon gar nicht, wenn man eben eigentlich auch eine Brille braucht und quasi mit der Brille eines anderen die eigene Sehkraft wiederherstellen will. Das ist keine gute Idee. Brillen müssen immer auf die eigene Dioptrienzahl angepasst werden und eben auch auf die eigenen Augen. Und deswegen sollte jeder unbedingt immer seine eigene Brille haben und sich nicht mit anderen Brillen behelfen. Da kann ja nicht davon kommen. Klar kann das davon kommen. Das ist ja auch oft so, dass Leute, die eigentlich eine Brille brauchen und ohne Brille gucken, auch eben unter Kopfschmerzen und Schwindel leiden. Also Sie müssen auf jeden Fall einmal zum Optiker gehen und zum Augenarzt einmal gucken lassen, welche Gläser Sie brauchen, beim Optiker die bestellen und sich dann eine eigene Brille machen lassen. Das ist der Grund wahrscheinlich für Ihre Kopfschmerzen, für Ihren Schwindel. Aha. Und wenn Sie die richtigen Brillengläser haben, dann wird das wahrscheinlich weggehen. Weißt du was, Levi? Okay. Wir gehen jetzt gleich zum Optiker, genau, und kaufen dir neue Brille. Das und die geht auf mich. Ja, das wird auch zick, ne? Und sag du noch uns, ich werd toll, Quatsch. Tun Sie mir einen Gefallen. Bitte. Bevor Sie das machen, fahren Sie einmal nach Hause für neue Klamotten. Okay? Ja, dann sowieso. Ja. Super. Der Knöchel ist schnell verheilt. Und dank der neuen Brille sind auch Schwindel und Kopfschmerzen verschwunden. Patientin Alexandra fühlt sich derweil am folgenden Tag schon besser und will zum Entsetzen ihrer Freundin am zweiten Teil des Klassentreffens teilnehmen. Du hast ja Herzrhythmusstörungen. Weißt du, wie gefährlich das sein kann? Ja, mir geht's ja schon wieder viel besser. Ja, so. Nee, Ihre Freundin hat recht. Sie gehen überhaupt nirgendwo hin, ne? Doch. Sie gehen jetzt am besten erstmal wieder. Ist alles in Ordnung? Ist alles okay bei Ihnen? Sie sind so schwer. Darf ich mal ganz kurz den Puls fühlen? Setzen Sie sich mal einmal wieder hin, bitte. Einmal hinsetzen. Ja. Guck, dir geht's nicht überhaupt nicht gut. Doch, mir geht's schon wieder viel besser. Ich höre mal einmal, ja? Nur, weil ich mich so aufgeregt habe. Das ist einmal nicht reden, nicht hören. 120er. Das ist auch wieder total arisch. Natürlich kann ich verstehen, dass Frau Fink unbedingt zu diesem Klassentreffen möchte. Sie hat es selber organisiert und dann hängt natürlich auch ein bisschen Herzblut dran. Und dann möchte man dann natürlich auch selber unbedingt hin, das ist ganz klar. Aber in ihrem Fall war es einfach so, dass ihre Gesundheit da absolut gegen gesprochen hat und dass es auch wirklich gefährlich gewesen wäre, in ihrem Zustand jetzt die Klinik zu verlassen. Sie brauchte die Infusion noch und ohne die Infusion
möchte ich sie jetzt so auch einfach nicht gehen lassen. Geht das wieder? Ja. Guck mal, Warte mal. Nicht gut. Du musst dich ausruhen. Frau Fehn, haben Sie irgendwelche Tabletten von zu Hause mitgebracht? Fuhren Sie mit? Haben Sie die irgendwie verschrieben bekommen? Weil von uns haben Sie die nicht. Du sind von meiner Schwester. Du hast mir erzählt, haben Sie das keine Medikamente. Haben Sie das genommen? Ja. Warum? Um Gewicht zu verlieren ein bisschen. Was sind das für Tabletten? Die nehmen Sie einfach so unkontrolliert, ohne dass man die Ihnen verschrieben hat? Ja. Tabletten, die zur Entwässerung benutzt werden, sind natürlich, also die haben ihre medizinische Berechtigung. Viele Menschen brauchen die aus verschiedenen Gründen, aber man sollte die eben nicht einnehmen ohne eine medizinische Begleitung oder ohne einen medizinischen Grund. Das ist kein Spaß, das ist nicht wie ein Schmerzmittel, das man vielleicht mal nimmt, wenn man Kopfschmerzen hat. Diese Entwässerungstabletten, die können den Körper sehr, sehr durcheinander bringen, wenn man sie missbraucht. Und ja, das konnten wir in diesem Fall auch ganz eindrücklich sehen. Das ist ein Medikament, was dafür sorgt, dass ganz viel Wasser ausgeschwemmt wird. Damit nimmt man natürlich ab, das ist klar. Ja, weil wenn man Wasser verliert, ist wie wenn man Magen-Darm-Virus hat, ja, man verliert ganz viel Flüssigkeit und man wiegt dann erstmal weniger. Das ist aber ein Trugschluss. Sie nehmen nicht wirklich ab, das ist nur verlorene Flüssigkeit. Sobald Sie wieder was trinken, ist es wieder da. Das ist kein Fett, ja, das ist nur das Wasser. Und das kann wirklich gefährlich sein. Sie trocknen dann irgendwann aus, dann verschieben sich die Elektrolyte und daraus können sich auch solche Sachen ergeben, wie eben diese Herzrhythmusstörungen, die Sie jetzt auch haben, ne? Es ist grundsätzlich wichtig, dass unser Körper immer im Gleichgewicht ist. Dazu gehören ganz verschiedene Sachen, unter anderem eben auch Elektrolyte, die, wenn sie zu hoch oder zu niedrig sind, den Körper aus dem Gleichgewicht bringen können. Die Elektrolyte sind wichtig für viele verschiedene Prozesse, unter anderem eben auch Zellprozesse. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann das ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen haben. Unter anderem kann es eben auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das ist super gefährlich. Das kann führen bis zu einem plötzlichen Herztod. Du bist doch sonst nicht so unvernünftig. Ich kenne das gar nicht von dir. Wie lange machen Sie das schon? Ein paar Wochen. Ein paar Wochen schon? Oh. Ja. Jetzt sag mir nicht, du warst deswegen auch in der Sauna, um irgendwie Gewicht zu verlieren. Ja, natürlich. Ich wollte doch noch ein paar Wunde loswerden. Fabian war ja immer so sportlich und gut aussehend und... Fabian. Unser Fabian, der mit uns zur Schule gegangen ist. Auf den du früher schon gestanden hast. Und für den wolltest du jetzt... abnehmen. Ja, genau. Und einfach perfekt aussehen. Ich möchte halt... Oh, wer kommt? Besuch. Guten Tag. Hi. Ah. Ja, Moment mal, wer ist das? Fabian. Ah, oh, das ist der Fabian. Alex. Hi. Hi. Ich glaube, wir sprechen gerade über Sie. Ich glaube, Sie hätten es mitbekommen. Ja. Rechten Zeitpunkt. Mensch, was machst du denn? Ich hätte dich im ersten Moment aber fast gar nicht erkannt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die letzten Jahre sind nicht so einfach an mir vorbeigegangen. Es ist viel passiert. Ich habe zugelegt, wie man sieht. Ne? Sport ist auch nicht mehr so mein Ding. Und du siehst immer noch so gut aus wie früher. Danke. Du siehst mehr auf den Rücken. Siehst du? Ja, danke. Ja, ich glaube, ihr habt euch auch einiges zu erzählen. Ich glaube auch. Ich lasse euch mal alleine. Sind erstmal für dich, ne? Da wir jetzt die Ursache für die Elektrolytverschiebung von Frau Fink gefunden haben und das ja nun auch beseitigen konnten, indem ich einfach die Tabletten an mich genommen habe und ich ja auch gesagt habe, dass sie das nicht noch mal machen sollte, denke ich, werden wir jetzt relativ schnell Frau Fink auch stabilisieren können. Sie wird weiter Infusionstherapie bekommen und wenn die Elektrolyte in Ordnung sind, dann kann sie natürlich auch gehen. Wegen einem Armbruch muss sie jetzt nicht weiter stationär bleiben, das kann man ambulant behandeln. Das Klassentreffen hat Alexandra verpasst, aber ihrem Jugendschwarm Fabian ist die Chemielaborantin trotzdem näher gekommen. Schon eine Woche später traf sich die 28-Jährige mit dem geschiedenen Rheinländer zum ersten Date. Die zwei haben viel gelacht und geflirtet und wollen sich so bald wie möglich wiedersehen.